Guten Abend. Es freut mich sehr, da in Luxemburg zu sein. Und es ärgert mich eigentlich, dass ich nicht das auf Französisch halten kann, weil meine Mutter ist französisch sprechend aufgewachsen in Mühlhausen. Eigentlich müsste ich die Sprache beherrschen. Aber es tut mir leid, dass ich nur in diesem Falle nur Deutsch reden kann. Und das Zweite ist, ich denke mir, dass es, wenn man über Kontinuität redet, denke ich mir, dass es eigentlich wichtig ist, dass man überlegt, für wen man baut, wenn man über Kontinuität redet. Wir bauen vorwiegend und überzeugt für die europäische Stadt, also für die europäische Landschaft, für die europäische Kultur. Es gibt ja viele andere Kulturen, Baukulturen, die sind viel älter, 4.000, 5.000 Jahre alt und die sind sicher so bedeutend wie die europäische Kultur, wo man, wenn man jetzt mal viele andere Sachen wegdenkt, so 2.000 Jahre zurückdenken könnte. Und ich denke mir, um das geht es eigentlich, wenn Sie jetzt die ersten Bilder da sehen, wenn Sie den wunderbaren Tempel, der antike Tempel von Paestum, wenn Sie eine wunderschöne Bibliothek Renaissance-Bibliothek in Dublin anschauen, oder weil wir viel auch in Berlin bauen und wir auch das Hauptbüro in Berlin haben, wenn man da kommt man nicht mehr um drum herum über Schinkel nachzudenken. Ich denke mir, und das ist einfach das Interessante, auch Schinkel hat damals schon immer gesagt, wenn man nur in der Geschichte bleibt, stehen bleibt und die Geschichte nicht transformiert, denkt man auch nicht mehr weiter für die Stadt, für die europäische Stadt. Also es wird nur historisierend. Und wir meinen halt auch, wenn man über die Geschichte nachdenkt, dass man die transformieren muss in eine Jetztzeitarchitektur, in eine zeitlose Architektur. Ich komme noch später drauf. Und das ist eigentlich das Interessante, denke ich mir, an diesen 2000 Jahre Geschichte einerseits zu denken und an die Zukunft zu denken. Nur als bei Transformation, das werden Sie ja heute Abend noch ein paar Mal hören, wenn Sie, was schon gesagt, den Tempel anschauen, wir haben vor etwa 15 Jahren einen kleinen Wettbewerb gewonnen in Eberswalde, das ist östlich von Berlin, für ein Behördenzentrum, für ein Casino mit einer wunderschönen Landschaft. Und da geht es ja auch um Landschaft und Urbanität. Und da haben wir gedacht, das wäre eigentlich das von der Typologie her eigentlich das Richtige, einen Tempel zu transformieren, aber natürlich auf einer ganz modernen Ebene. Sie sehen auch, wenn Sie das würde man heute, glaube ich, nie mehr durchkriegen. Vor 15 Jahren hat man das noch durchkriegt, rein das vom Finanziellen her, von der Ökonomie her. Mit den vielen Säulen, das wäre heute ein Unding, sowas zu bauen, weil man immer nur noch auf Kosten, über Kosten redet, auch gerade in Deutschland, obwohl das scheinbar so ein reiches Land ist. Sie sehen, man muss sich auch immer vorstellen, das haben wir vor 15, 16 Jahren entwickelt und sie ist heute noch modern, denke ich mir, und zeigt irgendwo, also zeigt auch eine Geschichte auf, und das glaube ich, das ist eigentlich das Interessante ist an der Architektur, dass es eine Zeitlosigkeit reinkommt, aber trotzdem eine gewisse Moderne, eine gewisse Ausstrahlung, wo es darum geht, auch Geschichte aufzunehmen oder was anderes. Das Kulturale, das kommt auch öfters bei uns vor. Wenn Sie sehen, da oben von Ligier, das Urhaus von 1753, also hier oben, das aus einfachen Mitteln gebaut, oder ein guter Freund von mir, Kitzol, wo auch an der Akademie unterrichtet bei uns da in Düsseldorf, wo er in den 90er Jahren seine Skulpturen, seine Betonskulpturen bearbeitet hat im Beton. Und ich denke mir, auch die Kunst muss man eigentlich einbeziehen in unsere Vorstellung von Transformation, von Ideenfindung. Und das ist ein kleines Hotel, das kleinste Hotel, das wir gebaut haben. Das sind nur 6 Zimmer. Und zwar gedacht, dass man nur 2 Geschosse bauen darf und ein Dach. Und wir haben dann, Sie sehen hier, ein Erdgeschoss, ein,
ein erstes OG, ein zweites OG, ein drittes OG, aber es ist ein zweigeschossiges Haus. Haben Sie lange Zeit nicht gemerkt? Aber wir haben es ja gebaut. Das sind auch Projekte, die vor 15 Jahren entstanden sind. Und man sieht eigentlich die Qualität damals auch, wie präzis sowas geht, wenn man von einer Urhütte redet, wie präzis das sowas auch gedacht ist und umgesetzt worden ist. Man sieht auch schon, wie das zwischen alt und neu, dieses Trennen, aber trotzdem, man hat eine Idee von einem Dach transformiert in die Neuzeit. Das alles vor 15 Jahren, und heute diskutieren noch viele Architekten, wie haben wir das damals geschafft, das sind alles offene Fugen. Und der Regen geht da runter und da unten ist eine verdeckte Rinne und wird abgeführt innen drin. Das ist eine teure Sache, aber trotzdem hat sie so fast 20 Jahre lang jetzt funktioniert. Was auch interessant ist als Thema, ist das Ensemblebilden. Ich denke mir, wenn man jetzt Luxemburg anschaut, da gibt es wunderschöne, teilweise Ensemble aus einer anderen Zeit. Aber wenn, und ich finde die Neuzeit, wo da auf dem Berg oben entstanden ist, ich weiß auch nicht genau, wie der heißt, ich finde nicht die Gebäude so schlimm, ich finde auch nicht die Architektur so schlimm, ich finde nur, dass es Haus neben Haus, Thema neben Thema steht und es gibt kein Ensemble, kein Weiterbauen in dem Sinne der historischen Stadt, wo eine gewisse Einheit hat. Und dieses Nebeneinander zu bauen, glaube ich, dass das eins der schwierigsten Sachen ist heutzutage, dass man nicht mehr in Ensemble denkt, sondern immer nur noch als Einzelhaus neben dem Haus, Thema neben Thema. Und wenn Sie, haben wir einen Spaziergang gemacht, da sehen Sie diese Hochhäuser von der Altstadt aus, sehr unterschiedliche. Ich finde das gar nicht so tragisch, wenn sie nicht so völlig individuell, so modisch teilweise daherkommen, sondern wenn das ein Ensemble wie so eine kleine Burg da oben stehen würde, von wunderschönen Hochhäusern, wo eine Ähnlichkeit miteinander, wo ein Ensemble bilden, wäre das ganz eine andere Auseinandersetzung und Weiterbauen der europäischen Stadt, in diesem Fall Luxemburg. Das ist ein Ensemble, wo wir hier, das ist die Friederin Münster, eine Bibliothek, das ist dieses Teil, das ist die Friedrich-Werdersche Kirche, das ist der neu umgebaute und restaurierte Dom, wunderschön nebenbei. Das sind die drei Häuser, wo wir dazu gebaut haben, alles im orthogonalen Prinzip der Überwasserkirche des 19. Jahrhunderts. Und wir haben dann versucht, über Gassen, über Höfe, über Kreuzgänge irgendwie ein Thema zu finden, wo wir mit dem Ort zu tun haben und keine Gegenweltenentwicklung. Also hier die Gasse wieder, wie Sie sehen, in der Mitte die Überwasserkirche, ganz präzise ausformuliert. Hier sehen Sie den Lageplan, das ist diese Gasse, das ist der Turm von der Überwasserkirche, das ist der Kreuzgang, das sind die zwei Häuser, die wir dazu gebaut haben. Das ist Priesterseminar über Wasserkirche. Sie sehen auch, wir haben noch viel abgebrochen aus den 70er, 60er Jahren, dass man wirklich wieder alles freistellt. Das sieht man halt auch sehr schön, dieses wunderbare Kapellchen, wo sich anschmiegt an die Überwasserkirche. Aber auf einmal gibt es eine Einheit mit dem zusammen, mit dem Priesterseminar und mit der neuen Bibliothek. Das ist eigentlich ein sehr schönes Bild, was eigentlich das darstellt, wie man mit unterschiedlichen Zeitschienen umgeht, also die Gotik, das 19. Jahrhundert und die Moderne, aber es ist auf einmal ein Ensemble wieder, zusammen mit unterschiedlichen Stilepochen. Das innen drin, das geht schon so. Das ist auch noch wichtig für uns, dass wir versuchen, alle Projekte möglichst eine Tiefe zu geben, dass wir versuchen, auch die ganze Möblierung und auch die ganze Innenarchitektur
dass es eine Einheit bildet mit der Außenarchitektur, dass nicht das zerfällt in Außen und Innen, sondern dass es wirklich eine Einheit bildet. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen, auch in der Architektur. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel nehmen, ist ein großes Vorbild, wenn Sie die Renaissance nehmen, hat man immer gesamtheitlich gedacht. Man hat auch in der Frühmoderne, also über Adolf Loos oder Schinkel, also ein bisschen 100 Jahre dazwischen, aber trotzdem nenne ich das die Frühmoderne, hat man immer als Einheit gedacht und nie diese Auflösung von Architektur, von Fassade und Innen. Und heute gibt es so viele Wettbewerbe, wo man nur noch Fassaden, nur als Beispiel, wo man nur noch als Fassaden machen darf. Der Architekt wird aufgefordert, einen Fassadenwettbewerb teilzunehmen. Und ich finde das langsam eine Strömung, die sehr schwierig ist für unser Berufsbild. Wir sind so viel da. Und denken in Analogien, das ist auch was Interessantes. Zum Beispiel, dass, wie wir vorhin schon gesehen haben, das Schinkel, die Bauakademie, die wird jetzt vermutlich wieder aufgebaut, wunderschönes Gebäude, eins der modernsten, also im 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, eins der modernsten Gebäude damals, das war das Verkehrsministerium, wo wir damals gebaut haben. Und Sie sehen einfach die Transformation in die klaren, kubischen Ausformulierung. Und ich denke mir, das ist einfach die Wichtigkeit, dass man die Architektur irgendwie so transformiert, dass es eine Wichtigkeit hat. Das andere ist, wie wir schon gesagt, das haben wir zur gleichen Zeit das Außenministerium gewonnen. Das zeige ich jetzt nicht als Groll, weil wir haben den ersten Preis gemacht, durften aber nicht den bauen, sondern nur zu zeigen, dass es städtebaulich richtig gewesen wäre, an der Stelle auf den Ort einzugehen, auf die Bauakademie da hinten, Friedrichwerdische Kirche, die aus den 20er Jahren, die ehemalige Reichsbank, dass man auf so typologische städtebauliche Ausformulierung reagiert, also im Schinkelschen Gedanke, aber mit einer anderen Architektur. Das sehen Sie jetzt, dieses Ensemble wieder, von was ich vorhin gesprochen habe, vom Verkehrsministerium. Das ist ein historisches Gebäude, was wir umgebaut haben, das ist das da. Und das zweite, die zweite Erweiterung, alles ganz klar definierte Typologien, das sehen Sie hier schön, mit einem kleinen Fluss da entlang, dieser Mauer da. Und ich denke mir, das ist eigentlich das Interessante, wie so ein Ensemble, wieder mal ein Ensemble, weiter transformiert worden ist. Geht es einfach mal kurz durch, das sind so Bilder. Was auch noch interessant ist, wie man so die Hoftypologie wird ja heute sehr kritisch teilweise gesehen, aber auch wieder positiv. Wir meinten damals, dass es wichtig ist, dass man mit Hoftypologien von den Volumen her, wenn Sie diese Volumen anschauen, dass der historische Hof, dass der überdachte, dass der zweite Hof, wo er mehr eine Inszenierung war, und der dritte Hof war mehr ein funktionaler Hof. So geht man durch. Sie sehen auch unter dem Glas, der historische Hof, das ist der zweite Hof, wo wir also Gruben reingestellt haben, mit Sitzungssälen drin, wo mit Oberlichter funktionieren. So sieht man das. So. Das andere ist die Ebene der Stadt. Das ist auch in Berlin, die Humboldt-Universitätsbibliothek, die sogenannte Jakob-Wilhelm-Grimm-Zentrum. Und wenn man Berlin anschaut, das sehen Sie hier, wunderschöne Panorama von Berlin, von 1894, von Gärtner gemalt, von der Friedrichwerdische Kirche her, das wird die Bauakademie, dass Berlin ganze flache Stadt ist, eigentlich von der Typologie her und auch von der Struktur her, ist ganze weite Stadt. Und nur die wichtigen Gebäude tauchen aus der Stadt von dem 19. Jahrhundert raus, von den 21 Meter, das sind die Synagogen, die Kirchen und noch andere wichtige Gebäude. Und das haben wir auch beim Wettbewerb dann, ich komme jetzt dazu, beim Wettbewerb auch so gemacht, dass wir das 19. Jahrhundert aufnehmen und in die Höhe gehen, auf die fast 50 Meter Höhe.
Und dadurch haben wir auch einen Platz geschaffen, in dem, dass man von in die Höhe gegangen sind. Das ist ein Riesenrisiko gewesen. Damals war noch Herr Stiemann am Senatsbaudirektor und der wollte eigentlich in der südlichen Friedrichstadt immer nur die Traufhöhe aufnehmen. Also so, das wäre eigentlich das Ideale gewesen. Wir haben uns getraut, weil es ein wichtiges Gebäude ist, in die Höhe zu gehen. Und das sieht man hier jetzt ganz schön, wie es gelegen ist. Das ist die Trasse zwischen Moskau und Paris. Also da gehen die ganzen ICEs mitten durch die Stadt, wie hier vielleicht auch. Und die Vorbilder Boulez von dem Innenraum her, das sehen Sie hier jetzt, dieser abgetreppte Innenraum. Und heute wird da viel diskutiert bei den Bibliotheken, ob es zentrale Leseräume gibt oder dezentrale. Wir haben versucht, beides zu schaffen, indem dass man für jede Abteilung so zwei solche, immer zwei gegenüberliegende Terrassen schaffen pro Abteilung. Das holt man da die Bücher, geht man da hin, das ist die größte Handbibliothek von Deutschland, ich glaube 5 Millionen Bücher gibt es da, wo man die Bücher holt und mit denen arbeitet und wieder zurückgibt. Also es ist keine Ausleihbibliothek. Und da sieht man, Sie sehen jetzt, wie also nachts, also das aufgespannt, das ganze Gebäude ist aufgespannt, das da hinten ist die Museumsinsel und hier ungefähr die Friedrichstraße und da ist der längliche Platz entlang dieser Trasse und aufgespannt ist die ganze Bibliothek zwischen der Auseinandersetzung von der Friedrichstraße zur Museumsinsel, der Platz, die Eingangshalle und die Leseräume, alles ist aufgespannt, auch von der Orientierung her, ist aufgespannt zwischen den zwei Polen, Friedrichstraße und Museumsinsel. Das ist die Eingangshalle, die Treppen nur zu den einzelnen Etagen führen, abgetreppten Räume, so kleine, außer das ist so eine Sonderbibliothek, die wirklich, wie das erste Bild aussagt, auf etwa 30, 40 Meter über der Stadt liegt, wo Sie über die Stadt von hier aus reinschauen können. Und Sie sehen hier, das ist die Sonderbibliothek, das sind die unterschiedlichen Formen, diese klassizistische Fassade haben wir so aufgebaut, dass alles absehbar ist, wenn da Arbeitsplätze an der Fassade liegen, gibt es größere Abstände, wenn so die Bücher an die Fassade kommen, weil die brauchen weniger Licht, sind sie schmaleren und oben ist die Verwaltung. Und das ist der zentrale Leseraum, von dem ich gesprochen habe, wo wirklich auf jeder Etage kann man in die einzelne Abteilung gehen, um Bücher zu holen und Bücher zu suchen und wieder rüber zu gehen zum Arbeiten. Die Bibliothek ist ausgelegt gewesen für 3000 Leute pro Tag. Im Durchschnitt kommen da momentan 7000 seit etwa 2 Jahren. Und wir hatten jetzt schon viele Umbauten da drin, um diesen Andrang zu lösen. Und was interessant ist, das hätte ich nie gedacht bei so Bibliotheken, wir haben, glaube ich, die 6. Bibliothek ist das, wo wir gebaut haben, dass das so eine Ruhe da drin ist. Einerseits mit den vielen jungen Leuten, unheimliche Ruhe da drin ist und eine Konzentration und eine unheimliche Lebendigkeit außerhalb der Bibliothek. Also es ist also ein Zentrum, wo man sich begegnen kann. Und ich denke mir, das ist, glaube ich, wichtig heutzutage, dass wir wieder Räume schaffen, öffentliche Räume, wo sich die Leute treffen können. Ich glaube, das ist eine der wichtigen Sachen, dass wir wieder die öffentlichen Räume besetzen durch die Menschen und nicht durch die Leute. Und das Interessante ist, das habe ich ganz vergessen, auch obwohl das Internet und die ganze Computerzeug, das alles so wichtig ist, dass man überall vernetzt ist und vertratet ist, die Menschen können überall mit dem Zeug da umhantieren, gehen die unheimlich, die ganze Jugend ist ein richtiges Event, lernen, auch in der Ruhe, wie auch in der Auseinandersetzung, wie man sich trifft da, wie man sich da begibt. Ich glaube, das, weil letztendlich hat der Stern, glaubt, geschrieben, das ist der größte Kontakthof von Berlin, wenn Sie das verstehen vielleicht. Also ich würde, wenn ich jung wäre, würde ich auch noch dahin gehen, wenn ich eine Frau suchen würde. Oder?
Das hier, das wunderschöne Schwarz-Weiß-Bilder, aufgenommen von der Barbara Klemm, die hat gerade eine große Ausstellung in Berlin, eine der wichtigen zeitgenössischen Fotografin von Deutschland. Und da sieht man halt, wenn Sie so Bilder sehen, das könnte auch vor 100 Jahren gewesen sein, da haben wir es ein bisschen anders angezogen, aber vom Eindruck her könnte das vor 100 Jahren gewesen sein oder auch in 100 Jahren. Ich finde das einfach richtig interessant, wie die belebt ist und wie das genau. Der ist völlig ermüdet, sehen Sie. Aber das finde ich eigentlich die schönsten Aufnahmen von Architektur mit Menschen drin, wo wirklich auch so eine zeitlose Sache reinkommt, gerade in diesem Moment. Das ist völlig was anderes, dass auch die Ebene der Stadt unterirdisch, das ist ein Wettbewerb, wo man vor 15, man muss sich mal vorstellen, vor 15 Jahren haben wir den Wettbewerb gewonnen für einen Stadtbahnhof in unterirdisch in Leipzig. Da taucht die Trasse im Hauptbahnhof ab, unterirdisch, und da sind so einzelne Stadtbahnhöfe. Das haben wir vor 15 Jahren gewonnen. Und anfangs habe ich ja gesagt, man soll immer sich auf die Geschichte eingehen. Das ist eine wunderschöne Mädlerpassage von 1912 in Leipzig. Das ist die erste Passage, wo mit Glasbausteinen gebaut worden ist. Das sind alles Glasbausteine oben. Und das haben wir genommen, um als Transformation für unser Bahnhof, der unterirdisch ist. Das ist ungefähr 300 Meter lang. Circa 20 mal 20 im Durchmesser ist. Wir konnten das so hoch machen, weil aus technischen Gründen musste der so hoch sein, sonst wäre es zu teuer geworden, die Erdschichten abzufangen. Man hätte den nur so hoch machen müssen. Aber nein, aus technischen Gründen musste der so hoch sein und ich finde es ganz interessant, wie so die Architektur entstehen kann. Weil sonst hätten wir zu viel Überdeckung gehabt und wäre zu teuer geworden. Und wir haben das alles, wir haben drei Materialien, Glasbausteine, Terrazzo, auf 300 Meter Länge Terrazzo, das könnten Sie heute bei der Deutschen Bundesbahn nie mehr durchkriegen, damals haben wir es durchgekriegt, und Beton. Und so sieht es aus, da im Querschnitt, und das sind die Details. Wir haben da wirklich alles, also auch die Haltestellen, wo man sie absitzen kann, die Informationen, alles haben wir fein säuberlich in Beton integriert. Und ich denke mir, in diesem Fall, das ist wie so ein artifizieller Raum geworden und trotzdem ist ein Bahnhof geworden. Also beides, wenn Sie da runtergehen, ist wirklich wie so ein Kunstraum. Und ich denke mir, das ist eigentlich auch eine Aussage, wo man über Zeit reden kann, also über Zeitlosigkeit. Und dieses Gebäude wird auch noch in 100 Jahren modern sein. Und ich denke mir, um so Sachen geht es auch in der Architektur, dass man eigentlich auch die Zeit irgendwie auch bestimmen kann, dass die Architektur eine gewisse Zeit überleben kann. Und so ist auch die europäische Stadt entstanden, viele schon auch hier in Luxemburg. Wunderschöne Gebäude sind durch ihre Zeit dadurch diese Zeit überlebt haben und immer noch eine gewisse Qualität haben, eine gewisse Schönheit haben. Und so glaube ich, so muss man Architektur auch weitersehen. Das ist auch wieder ein anderes Thema vom Tempel. Das ist der Städtebau auch interessant. Das in eine Konzerthalle in der Nähe von Stuttgart, in Reutlingen. Und das ist inmitten der Stadt, ist ein brachliegendes Feld frei geworden. Und da hat man sich entschieden, dass man da eine Konzerthalle drauf baut. Da kommt ein Hotel, das haben wir jetzt auch gewonnen. Das ist ein Freiplatz. Und das ist eine Art riesengroße, ich glaube 250, 300 Bäumen, ein riesen Volkspark kommt da. Da sehen Sie die Bäume, jetzt sind sie ein bisschen klein, aber die werden dann irgendwann auf dieser Ebene ausgewachsen sein, dass man von da
von da über die Stadt schauen kann und auf den Park. Und Sie sehen auch, wie wir auch wieder in diesem Fall auf Rückgrim zurückgreifen, auf so auf wichtige Kunstkonzeption. Und ich denke mir, das eigentlich auch in der Architektur, dass man das immer wieder versucht, irgendwie in die Geschichte einzubauen. Ähnlich auch im Innenraum, wenn Sie auch heutzutage, gibt es ja auch eine Riesendiskussion, welcher Innenraum die beste Akustik ausstrahlt. Wir sagen, es gibt in München einen rechteckigen, wunderschönen Konzertsaal, der Herkulessaal. Oder wenn Sie in Wien gewesen sind, der Musikverein ist von der Akustik her eine der besten Säle, die es auf der Welt gibt, rechteckig. Und das haben wir dann versucht, auch das umzusetzen in eine zeitgenössische Sprache. Und das ist halt noch interessant, diese Terrasse, oder wie man dem sagt, dieser Sockelbau, der ist öffentlich, also können die Reutlinger oder die Besucher, die können da immer, ist öffentlich, also sie können von da aus über die ganze Stadt schauen. Also man ist wie ein öffentlicher Raum wieder, wo entsteht für die Bürger auf dem Sockel von dieser Konzerthalle. Ein anderes Thema ist in der Jakobs-Universität in Bremen, auch wieder eine wunderschöne Landschaft, auch versucht man natürlich auch wieder eine Art Tempel zu bauen in Backstein. Sie sehen hier, das ist die Halle, wo dahinter steht, und da rundherum diese Arkadengänge, das sind die einzelnen Funktionen. Ich gehe jetzt erst kurz vor, also das sind immer die gleichen Themen eigentlich, wo wir versuchen aufzunehmen. Was jetzt noch viel interessanter ist, wenn man vom Weiterdenken der europäischen Stadt ist, habe ich ja anfangs gesagt, dass ein wichtiges Thema ist das Ensemble. Und wir haben jetzt zwei Projekte in Zürich verwirklichen können. Eins ist ein bisschen in der Zwischenstadt, ein blödes Wort, aber es ist so. Da hinten ist der Flughafen, das ist die historische City, das ist der See hier, der Zürichsee. Und wir ein Projekt haben wir hier in der Agglomeration, so könnte man das sagen, und eins mitten in Zürich, die Erweiterung eigentlich von der historischen City. Und ich zeige jetzt zuerst mal das Ensemble an der Peripherie. Wir haben das große Vorbild, wenn man über Ensemble redet, von der Neuzeit von Ensemble, ist das Rockefeller Center. Und das haben wir auch als Wettbewerb gewonnen, vor 15 Jahren ungefähr, dieses Teil. Da ist auch ein Plakat auch drauf. Das ist letztes Jahr fertig geworden, also fast 15 Jahre lang haben wir daran gearbeitet. Und ich denke mir, wir wollten einfach ganz normal einfach nur ein Stück Stadt da bauen, ein Ensemble, ein Stück Stadt mit einem Platz, mit Gassen, mit unterschiedlichen Höhen, dass eine Identität entsteht. Und noch interessanter ist, wir haben auch durchgekriegt, dass alle im Erdgeschoss, alle, also mit der Stadt zusammen, das hat die Stadt gefordert auch, dass alle Erdgeschossfunktionen öffentlich sein müssen. Also da müssen Läden drin sein, Restaurants, dass wirklich ein Stück Stadt entsteht und nicht nur Bürohäuser, das sind alles Bürohäuser. Da ist die Credit Suisse drin, die AXA. Und wir denken, für so eine Entwicklung, außerhalb, also in der Zwischenstadt, glauben wir, dass es sicher noch mal 5 Jahre dauert, jetzt ist es fertig, bis es alles von den Bürgern besetzt ist, der Platz, und dass die Funktionen auch so dementsprechend so funktionieren, dass es wirklich wieder ein Platz wird, wo sich die Menschen begegnen können. Ich denke mir, das ist äußerst wichtig, dass man auch an solchen Projekten auch Zeit gibt, um sich das auch, der Bürger sich daran abarbeiten kann oder der Bürger auch das aneignen kann. So entsteht nebenbei, wenn Sie ein Bild sehen, wenn Sie ein Bild kaufen wollen oder gefällt Ihnen ein Bild, Sie müssen sich auch mit dem Bild auseinandersetzen, auch wenn es so scheiße ist und Sie mögen den Maler trotzdem, Sie müssen sich mit dem Bild auseinandersetzen und so entsteht dann eine Aneignung vom Bild
Und so entsteht dann auch Kunst. Und ich denke mir, in der Architektur ist es ähnlich, obwohl Architektur nicht Kunst ist, aber Architektur hat auch mit einem Aneignungsprozess zu tun. Und gerade bei neuen Entwicklungen, wie jetzt zum Beispiel dieses Hochhausensemble da in Zürich. So sieht das aus. Alles die gleiche Fensterformate, gleiche Stein, alles genau gleich. Alle. Das ist auch rentabel für den Architekten nebenbei. Aber ich glaube, dass es wirklich Sachen entstehen, wie Arkaden, wie Gassen. Und wir können auch, das ist auch der große Vorteil von dem Platz, wir können auch im Winter, wird denn das so ein Eisplatz, das haben wir alles vorgesehen, dass es wirklich so Geschichten gibt, wie es Rockefeller sind, das finde ich auch noch das Tollste. Wie in Wien gibt es das auch nebenbei, inmitten der Stadt gibt es eine riesen Eisfläche, wo sich die Menschen treffen können. Und das seit 150 Jahren, ich meine, da muss ich euch da oben nicht sagen, Luxemburg und die Holländer, die fahren auch gerne Schlittschuhe. Jetzt muss man halt mit Kunsteis das machen, wie in New York oder wie in Zürich dann. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man noch ein paar Funktionen reingibt, die völlig für den Bürger auch da sind, dass die das annehmen können. Wenn sie jetzt nur einmal da Schlittschuh fahren, dann kommen sie vielleicht nächstes Mal im Sommer dahin, weil es einen Markt da gibt oder weil es eine Veranstaltung da ist. Man muss das wirklich immer wieder sagen, der Bürger muss die Plätze, die Straßen wieder mehr besetzen. Dank Fernsehen, dank Internet und die ganze andere Kommunikation wird es ja immer weniger, aber trotzdem müssen wir versuchen, wieder Plätze zu besetzen. Das andere ist hier im Zentrum, also das ist der Hauptbahnhof hier das da. Und das ist die Silpost. Das ist die historische Stadt, das Mittelalter, bis dahin im 19. Jahrhundert, der Zürichsee. Und wir hatten vor etwa 6 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, vor 6 Jahren diesen Wettbewerb gewonnen, dieses Dreieck. Ja. Und das ist schon fertig und das ging sehr schnell. Das war der Wettbewerbsentwurf, das da, das Modell. Und so sieht es jetzt aus. Und teilweise konnte man, das haben wir alles bauen können. Das zusammen mit Chipperfield und Chicago-Guia. Und da gab es, haben wir gesagt, einen kleinen Wettbewerb. Und deshalb, der Caruso St. John baut das. Weil wir gesagt haben, die Stadt hat eine gewisse Vielfalt, aber es hat auch eine Einheit. Also, wenn Sie jetzt die Stadt so anschauen, gibt es eine relative Einheit. Und da sind wir ganz zufrieden, wenn man das so weiterentwickelt. Dass sie inmitten von Zürich, hier ist eine Hochschule angezogen mit 3000 Studenten. Das sind die Plätze, wo man über die Gassen hochkommt. Es sind immer die gleichen Themen. Das sind über die Gassen, Treppen geht man hoch. Das sieht man hier auf diesem Platz. Und unten drunter sehen Sie nirgendwoher, aber ist ein Einkaufszentrum. Aber Sie sehen von außen, sehen Sie es nicht, dass es ein Einkaufszentrum ist, sondern es ist immer inmitten dieses. Dieses EGs, also wo man hochgeht und unter diesem Platz ist das Einkaufszentrum. Und wir denken, dass es einfach interessant ist, wenn man so eine Physiognomie der Stadt aufnimmt, dass man über Gassen auf den Platz hochkommt, hier auch geht auch darüber und das ist zentrale Gebäude, wo die zentralen Einrichtungen sind, das sind die Schulgebäude. Das ist UBS, wo jetzt angezogen ist, und das ist Wohnen. Und Sie sehen überall, wenn Sie so diese Situation anschauen, mit Treppen, mit Plätzen, mit Gassen, das sind nur 7 Meter und etwa 30 Meter hohe Gebäudeteile. Es ist eine gewisse Dichte da, aber die Dichte hat auch eine gewisse Spannung und die Dichte hat nur einen Sinn, wenn es auch wieder Plätze gibt. Also wenn Sie durch Gassen gehen, das sieht man hier auch schön in Luxemburg, in der historischen Stadt. Wenn Sie durch Gassen gehen, durch enge Straßen, kommen auf einmal wieder am Platz. Und so glaube ich, dass es interessant ist, dass man auch in dieser Form, auch wie wir jetzt das gesehen und geplant haben und gebaut haben, dass wir
denken, dass wir schon einen Beitrag liefern für das Weiterentwickeln der europäischen Stadt nach innen einerseits, aber auch in der Peripherie. Zum Beispiel auf 30 Meter oben gibt es eine Dreifachturnhalle für die pädagogische Hochschule. Und ich denke mir, das macht auch die Stadt aus, dass es wird auf einmal gehen müssen, die Menschen über 30 Meter nach oben gehen in eine Turnhalle, wenn sie das heutzutage normalerweise ansprechen würden, denken die meisten Menschen, das geht doch nicht, dass man auf 30, 40 Meter oben eine Dreifachturnhalle anordnen kann. Aber es ist wirklich so, es ist einfacher, statisch gesehen einfacher, die Dreifachturnhalle als oberstes anzusetzen, rein, weil darüber keine Lasten mehr runterkommen. Nur als Beispiel. Da sehen Sie hier, wie komplex das ist, diese ganze Hochschule, wie auch dieses Bürogebäude ist, wie das zusammenhängt, alles. Und da ist der Platz da oben. Das da unten ist die Einkaufszone, das ist die Erdgeschosszone. Und so sieht das aus. So. Urbanität und Landschaft, das ist auch ein wichtiges Thema bezogen auf Europa. Wir müssen versuchen, unsere Landschaft zu schützen einerseits und versuchen, Urbanität auch irgendwie auch in der Landschaft zu manifestieren. Ich glaube, dass die mittelalterlichen Bauernhöfe die urbansten Häuser gewesen sind. Im 19. Jahrhundert sind die Hotels, die wir gebaut haben in den Städten, haben die im 19. Jahrhundert einfach die großen urbanen Teile hat man in die Berge, an die Meere gestellt, an die Seen gestellt. Und heutzutage hat man nicht mehr den Mut, irgendwie eine Einheit zu schaffen, bezogen auf unsere Ferienlandschaft, auf bezogen, das kann ich als Schweizer sagen, wir verniedlichen eigentlich langsam immer mehr und mehr, dass man eine großstädtische Kultur, wo früher denn nach St. Moritz verpflanzt worden ist, als Beispiel, wo man ganz große Gebäude erstellt hat, verniedlicht man heute, indem dass man ein Bauernhaus nachzeichnet, wo etwa 40 Meter hoch ist, mit so riesen Flachdächern. Kennen Sie vielleicht von vielen Abbildungen. Und ich finde, das ist der falsche Weg, wie wir mit unserer Landschaft einerseits umgehen und mit der Urbanität in der Landschaft. Wir haben vor auch heute 10 Jahren einen Wettbewerb gewonnen, hier, das ist an der Goldküste neben Zürich, am Zürichsee. Und da gibt es überall solche außen so kleine Villen, alles schön verstreut. Und wir wollten einfach so kleine Stadt bauen, so kleines Dorf, ziemlich einheitlich mit unterschiedlichen Sichtbeziehungen auf den See. Sie sehen hier, das ist der Platz, ist immer das Gleiche wieder. Mit den Gassen da, wo wir Beziehungen haben, zu einer Orientierung zum See runter. Und ich denke mir, das ist wie so ein kleines Dorf, das war sehr modern umgesetzt. Und wie so ein kleines Dorf hat man das dann entwickelt. Und das sieht man hier sehr schön, die Gassen, wo Treppen so runtergehen, die Eingänge da, in die Häuser rein. Und da hinten ist der Zürichsee. Und Sie sehen immer von jeder Wohnung, von jeder Situation, haben Sie eine Orientierung zur einerseits zur Landschaft, aber einerseits auch wieder auf die Plätze, wo da unten entstanden sind. Und ich denke mir, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, wo man sich Gedanken machen muss, was ist die Landschaft und was bedeutet die Urbanität in der Landschaft. Luiz Cisnozzi, einer der großen Architekten, Schweizer Architekten aus dem Tessin, ist ungefähr 80 momentan, der hat immer gesagt, wenn du ein Haus baust in der Landschaft, denke an die Stadt. Und ich denke mir, das ist ein wichtiger Ansatz, darüber nachzudenken, wie wir eigentlich mit unserer Landschaft umgehen und einerseits mit unserer Architektur in der Landschaft. Sie sehen, wie dicht das ist. Sie können, also ich kann mir das nicht leisten, so eine Wohnung da zu kaufen, das ist so teuer.
Aber die Dichte finde ich toll, dass es ein Gegenüber gibt. Und das finde ich einfach das Interessante, dass es immer, der kostet der Quadratmeter zum Beispiel 13.000 Franken. Und ich denke mir, trotzdem hat man es hingekriegt, dass die miteinander leben müssen. Dass die Individualität ein bisschen zurückgeht und die müssen miteinander leben. Das finde ich wichtig. So sieht das aus. Ein anderes Projekt, natürlich wieder in der Stadt, aber auch als Ensemble, da ist in München an der Leopoldstraße, wo die Städtebau ist nicht von uns, wir haben nur an mehreren Wettbewerben teilgenommen, zuerst an dem Wettbewerb, das ist ein Hotel, und da sind wir Zweite geworden, dafür durften wir jetzt diese zwei Hochhäuser bauen, da eins und die. Und ich finde es interessant, wie auch dieses Quartier, das neue Quartier, sich ablöst mit Plätzen, mit Gassen, mit wirklich wieder mit richtigen, mit städtischen Elementen, die eine Stadt ausmachen. Sieht man hier sehr schön, da sind wir jetzt am Bauen, Sie können sich anschauen, sind wir jetzt im Erdgeschoss unten und wird alles, diese Ineinandergreifen von Räumen und von Volumen, finde ich eigentlich interessant an dem Projekt. So sieht es aus. Das sind die Hochpunkte, sind so 50, 60 Meter. Sind bis dahin, das sieht man hier, sind Büro und Läden da unten. Oben sind die Wohnungen mit riesen Lodgien. Das ist der andere Hochpunkt. Aber wichtig erscheint mir wirklich, dass diese neue Stadtquartier ineinander greift und Plätze, öffentliche Plätze schafft. Und wir haben den auch entwickelt, auch ein kleines Theater und sehr unterschiedliche Funktionen, Büros, Wohnen, dass es wirklich ein neues Quartier wird, wo Vielfalt da reinkommt vom Leben, nicht von der Architektur, sondern vom Leben. Weiterbauen, ein großes Thema von uns. Also weiterbauen in dem Sinne, zum Beispiel, das ist ein Schloss, die Wiege der deutschen Demokratie, Hambacher Schloss, das 1865 haben sich da die Franzosen, Polen und Deutsche getroffen, Burschenschaften, wo sie die Freiheit ausgerufen haben für für das Wort einerseits und für das Drucken, also für die Druckerei, dass das Wort auch gedruckt werden kann, egal von welcher Richtung das ist gekommen. Das ist eigentlich eine interessante Auseinandersetzung mit 2000 Jahren Geschichte von diesem Hambacher Schloss. Und wir haben da den Wettbewerb gewonnen, erstens mal das umzubauen, das Hambacher Schloss, und das weiterzubauen. Und interessant ist eigentlich, wir wollten kein Haus bauen, sondern wir wollten für den Ort bauen und der Ort bestimmt vorwiegend so riesen Mauern. Und wir wollten einfach nur eine verbreitete Mauer bauen, wo auch die Funktionen drin sind. Von unten angefangen, dieses radiale System nach oben, und wir haben einfach diese Riesenmauer weitergebaut. Hier sieht man es nochmal schön, das ist das Entree, da sind wir jetzt gerade. Das andere Gebäude sind wir jetzt gerade am Bauen, das ist schon fertig. Und dieses Hochgehen vom sogenannten Nullpunkt geht man auf die Burg hoch, immer im radialen System. Wir haben einfach nur eine weitere Mauer, verbreitete Mauer dazu gebaut. Das ist der Saal, wo wir umgebaut haben. Und das ist wirklich die Mauer, wo wir den neu gebaut haben, und das Interessante ist, die meisten im Wettbewerb haben so riesen Panoramafenster gemacht. Wir haben, so wie so eine St. Petersburger Hängung, haben wir so einzelne Fenster entwickelt, wo wir gesagt haben, dass die Urbanität, die Mauer, die muss sichtbar bleiben, und hier sind die Fenster wie so Ausschnitte, das sieht man hier sehr schön, wie so Bilder,
Bilder, die Fenster werden zu Bilder, zur Landschaft, zur wunderbaren Landschaft, Rheinlandschaft da unten. Und da sehen Sie die Vorbilder, St. Petersburger Hängung, ganz ähnlich. Da wollten wir einfach nur Fenster bauen, in der Mauer drin, als Bilder. Und ich denke mir, das wird viel interessanter, wenn Sie die Urbanität nachvollziehen können und die Landschaft auch wieder sehen. Es geht immer um ähnliche Themen und ähnliche Prozesse, wie man das umsetzt. Und es ist einfach nur eine Mauer, mehr nicht. Und das ist das andere, das ist das andere Haus, wo wir jetzt gerade am Bauen sind. Das ist von der Typologie völlig was anderes. Da unten standen schon immer, in der Geschichte dieser Burg standen immer, da waren für die Pferde die Ställe, für die Mägde und für die Leute, die da oben gearbeitet haben, haben da unten gewohnt. Und das haben wir typologisch dann auch umgesetzt, nicht als Mauer, sondern als Urhaus wieder mal. So sieht das aus. Wir haben noch eine Schlosserweiterung, Heidelberger Schloss. Hier ist es. Das Hambacher Schloss, hier ist Speyer, wo wir eine Bibliothek auch momentan am Bauen sind, und hier ist Heidelberg. Dieses Entree-Gebäude Heidelberg hat etwa 2 Millionen Besucher pro Jahr, und dass man die beim Entree-Haus irgendwie unterstützt, was einfach diese wunderbare Renaissance-Anlage bedeutet, hier haben wir das da hingesetzt. Entree-Haus, so ein Informationspavillon, wo sie von dem aus, von dieser Terrasse, dieses ganze Schloss übersehen können. Und im Gegensatz zum Hambacher Schloss haben wir völlig ein anderes Thema gewählt, das ist die Skulptur auch mit ganz tiefen Laibungen. Sie sehen auch die Laibungen. Und das Interessante ist, die Laibungen schaffen wir, indem dass man alle Funktionen in die Wand reinlegen. Und sie haben dann einen völlig freien Raum für Ausstellungen, für Sammeln von Menschen oder für Informationsaustausch. Und wir denken, dass es einfach eine interessante Auseinandersetzung ist, wie man tiefen Leibungen kriegt, das sehen Sie hier, und die Funktionen in diese Wand reinstellt. Auch wieder Skulpturhaftigkeit. Das ist eine kleine auch Ergänzung eines barocken Anlage, das in Essen, die Volkwang-Bibliothek, das ist eine der wichtigsten Kunstschulen in Deutschland für Tanz und für Musik. Das ist hier in dem Barockteil, dem wunderschönen Barock. Und wir haben mit dem kleinen Teil, das ist das da, haben wir eigentlich nur diesen Barockplatz ergänzt, ganz sachte, mit einer ganz neuen Thematik, das weitergebaut. Und interessant, wir haben lange überlegt, was macht eigentlich ein Gebäude aus, wo die ganzen Bücher drin sind und Schriften, Zeitschriften über die letzten 500 Jahre, wo sich mit Tanz und mit Musik auseinandersetzt. Wir haben den Versuch, eine Fassade hinzukriegen, also eine Stein-Glas-Fassade, wo wirklich wie so ein Tanz, wie so eine Bewegung da drin ist, oder wie ein Notenblatt, also abstrakt natürlich, umgesetzt. Und das ist eigentlich das, was wir dem versucht haben, umzusetzen mit der ganz Neuartigkeit, dass man ein Isolierglas hat und ganz dünn ein Material aus dem Steinbruch verwendet, wo verklebt wird, dass es aber translucentes Licht in die Bibliothek reingetragen wird. So sieht das aus. Sie sehen hier, tagsüber ist so translucentes, die Bücher brauchen ja nur Licht und nicht die Einstrahlung. Und ich denke mir, das ist einfach ein ganz interessantes Teil für gutes Material für eine Bibliothek. Und nachts strahlt es dann wieder umgekehrt. Sie sehen hier, das tagsüber, wenn das Licht reinkommt, so, und nachts strahlt sie wieder zurück. Und wir finden, dass eine sehr schöne Sache ist,
Das hat wirklich was mit Bewegung zu tun, mit Musik zu tun. Und ich denke mir, dass wenn also ein knallharter Rationalist, wie wir hier sind, ist das Ganze schöne Weiterentwicklung, das wollte ich noch sagen. Und apropos Kontinuität, jetzt komme ich zurück auf das erste Projekt. Das haben wir vor 26 Jahren gebaut, das ist das erste Haus in Berlin, ein Umspannwerk am Lützowplatz. Und Sie sehen, damals schon vor 25 Jahren haben wir schon mit Analogien gedacht, die wunderschöne Kirche von Moser in Basel, wie wir sowas transformieren. Das ist die Technikzentrale von dem Umspannwerk. Da kommt der saubere oder dreckige Strom an vom Werk, vom Kraftwerk her, entweder Kohle, Atom oder Gas kommt das an und wird transformiert in eine saubere Welt. Und das hatten wir damals gedacht, dass wir da drin sind, die Transformatoren, und da sind die ganzen Technikanlagen drin. Dass man das wirklich auch in der Stadt abzeichnet, was eigentlich los ist da drin. Und das ist auch ein Durchgang zum Innenhof, wo noch damals zur IBA-Zeiten, das war 1985, haben wir da hinten so Stadtvillen gebaut. Das ist das erste Haus, wo wir gebaut haben. Und das allererste Haus, wo wir gebaut haben, war auch vor 25 Jahren, 1986, ist nicht ganz 25 Jahre, ist die Kaffeebar in Frankfurt. Da haben wir in die Mitte eines Raumes so ein Element gestellt, dass man das ein, typologisch gesehen ein Salamange entstanden ist und auf der anderen Seite eine Bar. Und ich denke mir, man muss heute in die Richtung immer wieder denken, was ist notwendig, was ist dem Ort entsprechend. Und ich denke mir, man muss immer ein Konzept für irgendwas haben, ob es jetzt klein oder groß ist. Man muss immer irgendwie ein Konzept haben, die in die Zukunft denkt. Vielen Dank.